So, herzlich willkommen. Eine weitere Folge meines LP. Wir bauen heute die Uhr. Den Reaktor lassen wir schön laufen. Ich habe vorher schon eine Aufnahme gehabt, die leider nichts geworden ist, weil Audio versagt hat. Und deswegen fehlt der Teil, wo ich hier schon das Display ausgeschnitten habe. Da fehlt natürlich noch was. Hier ist der Baum im Weg. Da kümmere ich mich jetzt drum. Das nehme ich nicht auf. Das dauert mir einfach zu lang. Und hier werde ich gleich radikal, richtig bös rangehen, wie ihr sehen könnt. Also wie gesagt, ich nehme das jetzt hier nicht auf. Da müsst ihr einfach mal durch, weil sonst dauert das einfach zu lang hier, das wegzumachen. Ne? Bloß, dass ihr mal seht, was jetzt als nächstes kommt. Hier Platz schaffen, das auffüllen mit Basalt. Das hier muss alles weggeschossen werden. So. Da nehme ich jetzt auch nicht Turtle, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Hier brennt's. Oh. Oh. Ich denke, die brennen nicht. Irgendwer sagte mal, die brennen nicht. Jetzt brennen sie doch. Da müssen wir aufpassen, dass uns die Hütte nicht abfackelt, ne? Aber das ist kein Problem. Gut, ich kümmere mich jetzt da mal drum und dann klinke ich mich ein, wenn Platz geschaffen ist. Bis dann. So, schaut das Ganze jetzt aus. Also schon ein bisschen besser. Wir brauchen allerdings hier noch ein bisschen von diesem Basalt. Ich habe keinen mehr. Das hier ist auch ein bisschen dicht. Also diese beiden Segmente, diese beiden Digits sind relativ eng aneinander. Ich wollte das trotzdem ganz gern mal so ausprobieren, obwohl das unter Umständen zu Problemen führen tut. Ist egal, wir müssen los, wir brauchen Basalt. So. Und meines Wissens war der hier hinten immer geradeaus, immer geradeaus. Den habe ich durch Zufall entdeckt. Wie das halt so ist, was ist das hier? Schweinerei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann komme ich auch beim Autominer vorbei, wo ich jetzt keinen Labokristall habe. Irgendwo hier ist der, nee, wo ist der? Ah. So. Okay. So. Und jetzt müssen wir einfach nur hier immer geradeaus gehen. So. Ups. Nein. Ach Mensch, warum bleibe ich denn in jeder Milchkanne hängen? So. Braun ist scharf. Weiß hier. Hier ist der Basalt. So. Und den schnappen wir uns jetzt. Mensch, da könnte ich doch hier gleich mit dem Laser abbauen. Mal gucken. Horizontal. Genau. Schon wieder alle? So. Ja, das ist okay. Machen wir es hier noch. So. Ich denke, das würde dann genügen. 64 und die paar noch. Und ein paar auf Reserve, ne? So. Gut. Dann hier Jetpacky wieder aufgehuckelt. Habe ich jetzt genug? Ne? Ich meine, nochmal gehen ist auch so eine Sache. Was stimmt nicht? Ist doch alles im grünen Bereich. Wieso schießt denn nicht? Das kapiere ich jetzt nicht. Jetzt geht's wieder. Naja. So, die beiden noch. Ach so, ich muss hier diese Blöcke treffen. Ich kann mich nicht davor stellen und dann, also ich muss den Block, der auf der Ebene ist, treffen. So. Gut, aber jetzt Abmarsch. Zurück. Hui. Ohne Jetpack. Schwupps. Ja. Oh, wie er flitzt. Ist das cool. Auf dem Eis rennt er nochmal so schnell. Voll das Tier. So, was nehme ich noch mit hier? Hier. Ne? Da wären wir ja doof, wenn wir das nicht machen würden. Das nehmen wir ja schön mit. Ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Ich könnte jetzt ein bisschen Eisen in unseren Ofen noch reintun. So. Mal schauen hier. Sportfix. So.
Gut, das habe ich jetzt aufgenommen, aber gleich nicht mehr. Jetzt gehen wir nach Haus, packen das in den Öfen. Also in diese beiden. Mein Jetpack nicht auf. Die Viecher sind unmöglich, ja. Zu jeder Tages- und Nachtzeit wird da rumgeplätschert. So. Also das Zeug schnell in den Ofen geschmissen. Die Brieder machen schön. Ich habe schon einmal aufgefüllt gehabt. Das ist wie gesagt verloren gegangen, weil ja die Aufnahme oder bei der Aufnahme der Ton gefehlt hat, ne? Dumm gelaufen, das kommen besten Familien mal vor. So, da wären da noch 5 gewesen, dann nehme ich die gleich raus. Und die hier, so. Geht ja doppelt so schnell, 17 noch. So, das war's schon. Jetzt können wir Bubu machen. Nein, jetzt kommt hier noch der Maserator. Gut, den habe ich ja die Klappe gestoppt, so audiotechnisch. Gut, und das Uran, das packen wir jetzt auch noch rein. So. Und ich nehme mit hier Basalt. Diesen Basalt, diesen Basalt. Ja, damit kommen wir jetzt erstmal hin. Gut. Und hier diese Scrappies, die schmeiße ich gleich in unsere Anlage. Dann hat er was zum Beißen. So. Hier, ne, da passt locker was rein. Bitteschön. Und hier hinten noch ein bisschen Reserve. So. Mal gucken. Das hier üben, dieses Bild, das ist Sokrates. Ah. Okay. Jetzt muss ich einen Fraps Neustart machen. Wie es aussieht. So. Jetzt bauen wir hier schnell noch hoch. Ich nehme mal hier die zwei Reihen noch mit. Ich denke, dass wir die brauchen. So. Naja, solange ich Jetpack habe, ist alles in Ordnung, ne? Was ist das hier? Auffüllen, so. Wie viele Reihen sind das noch? So, jetzt mal, gucken wir mal, wie viel wir noch brauchen. Jetzt machen wir das nächste Segment. Hier haben wir ja so einen Doppelpunkt dazwischen, ne? Den machen wir auch da rein. Mal gucken, müsste ich mir hier wieder was basteln. So, und zwar, ja genau da, wo jetzt der Block ist. Oh, Mami! Also ich denke so. Und so, dann müsste das perfekt stimmen. Und ich lasse die jetzt so schmal aneinander. Schauen wir einfach mal, wie es aussieht. Das kann ich ja notfalls nochmal umbauen, falls es scheiße aussieht. Ne? Ich wollte das einfach mal so probieren. So, jetzt müssen wir hier wieder immer drei raus. Na, sag mal. Und dann hier machen wir hier wieder so eine Hilfssäule her. Okay. Das waren die 3, 1, 2, 3 und dann geht's hier wieder hoch, 3, ne? Und hier. So, dann haben wir schon das nächste Digit-Segment. Ja, ich möchte die nämlich ein bisschen schmaler hier bauen, einfach. Dass das nicht so ein Mordsteil ist. Gut, und jetzt ist wieder eins Platz dazwischen. Also hier geht's hoch, ne? So. So, bloß da kommen wir hin. Oh, ja, wir sind gut. Das waren jetzt zu viel, oder? Nö. Das stimmt. Und dann kommt wieder eine kleine Hilfssäule her. So. Na? Sonst bist du auch so eifrig. Ne? Gut. Dann haben wir das. Gut, das ist jetzt ein bisschen eng. Macht aber nichts, wenn dann die Lampen drin sind. Das passt schon. Ich will das einfach mal so ausprobieren. So schön schmal. Und hier können wir überlegen, ob wir außen zwei Rand dann hinmachen oder nur eins. Hier habe ich nur eins, ne? Und hier hinten zwei, aber das sehen wir dann. So, jetzt hier. Jetzt muss ich mal los.
Das kann ich mit euch ruhig zusammen jetzt machen, weil jetzt ist die blöde Arbeit gemacht. Und ich mag das eigentlich nicht, wenn da ich irgendwie hier Bäume entferne und Zeug, wenn dann die Leute da zugucken, noch ein Block und noch ein Block und noch ein Block. Da kriegst du ja die Krätze, ne? So. Das Basalt, nehme ich das jetzt mit? Oh, hier bist du nicht. Ein Steckchen lasse ich da. Das muss hier untergebracht werden. Erde nehme ich natürlich mit. Jetzt nehmen wir die ganzen Lampen mit, wo uns immer noch ein paar fehlen. Aber ich sagte ja, ich habe irgendwo Glas mitgenommen. Hier. Wir haben Redstone. Muss mal schauen jetzt. So. So, und jetzt brauchen wir das, ne? Sehen, vielleicht haben wir ja noch was. Hier sind noch vier, noch fünf. Das, jetzt kommen wir fast hin, ne? 84 habe ich gesagt, na, da reicht es ja so ziemlich. Also 64, 84, 86. So, halt. Dann hier Receiver. Transmitter, einen ganzen Sack mitnehmen, Computer, Wireless, Quatsch, jetzt muss ich hier jede Menge Kabel mitnehmen und ich weiß ja noch nicht genau, welche Farben, oder nicht mehr, ich müsste erst wieder gucken. Hier habe ich Pink, Yellow, Pink und Yellow habe ich, also, Braun, Grau brauchen wir, Grün, weiß ich nicht, Lime auf alle Fälle, Orange. Magenta kann ich mich erinnern. Purple nicht. Red. Ja, ich nehme jetzt mal ein paar mit, was ich so denke. Black. Red. Man kann die Farben jederzeit ändern, ne? Das solltet ihr auch wissen. So, jetzt hier. Machen wir das erstmal so. Aber die brauchen wir erstmal nicht. Den Rechner, das machen wir unterirdisch. Also nicht hier hinten irgendwie offen, sondern irgendwie in die Erde. Unmittelbar unten drunter wäre vielleicht schön. So war in die Richtung. Jetzt setzen wir erstmal ein Lämpchen ein. So. So müsst ihr das dann auch machen, ne? Immer so Dreier blockweise die Lämpchen rein. So. Dann haben wir schon ein Digit. Nein, sowas habe ich mir gedacht. Na gut. Wir kommen da immer noch überall hin, ne? So. Dann hier. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das passt schon so. So, hier die beiden Punkte, die Doppelpunkte. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Uhr baut, Stunden, Minuten und Sekunden anzeigen soll, also in der echten Elektronik, weil ich baue solche Uhren, das sollt ihr wissen, ich baue solche, entweder hier so 7-Segment-Digital-Quarz-Uhren, Tischuhren, und Wohnungsuhren sozusagen. Und ich baue aber auch Dezimaluhren, Barkenuhren, Binia-Uhren, alles, was mir so einfällt mit verschiedenen Materialien. Aber nicht mit Rechnern. Ich habe zwar auch schon so eine Uhr mit einem richtigen Mikrocontroller umgesetzt. Mit einem Motorola. Mit einem 68er, 68 irgendwas, weiß ich nicht mehr. Aber meistens verwende ich ganz konventionelle entweder Logikgatter, schlichte Logikgatter, Vintage eben, oder ich verwende spezielle Zählerschaltkreise. Das sind Vorwärts-Rückwärts-Zähler und sowas. Und die eignen sich ganz hervorragend zum Bauen von Uhren, weil man die dann sehr leicht stellen kann. Und die laufen alle mit einem Quarzgenerator, falls das jemand interessiert. Die messe ich auch aus, also ich habe ein Frequenzmesser da, ich habe eigentlich genug Messtechnik hier, wo ich das alles ausmessen kann.
Dann wisst ihr auch gleich, wo eigentlich mein Background herkommt, mein Wissen um solche Dinge und warum ich manches Dinge auch so baue, wie ich sie baue und nicht irgendwie mit Trick 17. So. Guck mal, ist das schon wieder super alles hier fast so weit. Naja, gut. Ich finde das eine gute Lösung hier, wie wir das gemacht haben. So, hier vorne brauchen wir nichts mehr. Das können wir hier abmachen. So. Gut. Hey, was soll denn das? So. Es ist zwar dicht, aber wenn wir jetzt von beiden gucken, wenn die dann im Betrieb ist, dann passt das schon. Also wenn ich es formattechnisch angucke von den 7 Segmenterzeigen, die ich hier liegen habe, dann passt das. Das klappt schon, wenn es leuchtet. Cool, ne? Die ist, gucken wir mal, wenn wir uns in die Mitte draufstellen. Komm. Ja, guck, wir können das Haustier rausgucken und haben genau das Zentrum der Uhr getroffen. So, jetzt zeige ich euch noch die Verkabelung. Gehen wir erstmal ins Bett. Und zwar machen wir das so, falls da wer irgendwie Schwierigkeiten hat mit den Wireless-Receivern, ihr könnt ja auch Kabel draufziehen, ne? Also wer sich die Arbeit machen will, ich glaube, hier habe ich ein Bett, der kann das ruhig machen. Ich nehme hier Wireless-Receiver, weil ich einfach das unter die Erde baue. Also den Rechner selber und die Sender. Und dann haben wir nur das nackte Display dastehen und können das hinten zur Not nochmal mit Basalt auffüllen, ne? Und dann ist das eine richtig schöne flache, ein schönes flaches Display, ne? So, jetzt passt mal auf. Das ist eigentlich ganz einfach. Mal gucken hier, wie ich da am dürfsten rankomme. Hier, das sind ja dann Empfänger, ne? Und die müssen wir mittig platzieren, also so. Ah, so. So, jetzt mache ich die mal schnell weg.